Guten Morgen alle zusammen. Ich habe mich mal wieder an die Konsole getraut und ich habe die paneuropäischen Zerstörer entdeckt. Und heute geht es um die Westeras. T5 Zerstörer der Paneuropäer. Gun Layout, Doppelkanone vorne, zwei Doppelkanonen hinten, zwei Dreier Torpedowerfer in der Mitte. Ich spiele mit Jerseys Worst, Erich Bay und Simpsons Inspiration. Aufmerksamer Zorn, prüfender Blick, drehen und anvisieren. Und diffuse Benommenheit und Leviathan. Diffuse Benommenheit natürlich, ihr habt keinen Nebel, also habt ihr nur positive Effekte. Leviathan braucht man einfach für die maximalen TP, die man im Gunfight braucht. Und auf Halsum ist auch okay, aber wie gesagt, für die TP gehen wir's. Genau, hat's schon erwähnt, kein Nebel, dafür Motorboost und Reparaturmannschaft. Reparaturmannschaft ist nice to have, macht nicht viel. Motorboost ist immer ganz gut, vor allem da ihr auch eine relativ solide Geschwindigkeit habt. Leben 13.980, Panzerung ist egal, ungefähr 7 Sekunden Reload, 17 Sekunden Turmdrehgeschwindigkeit ist okay. Gute HE und AP-Schaden für die Tierstufe. Torpedos, ja, was soll ich sagen? Hohe Reichweite, mittlere Geschwindigkeit, kaum Schaden. Flugabwehr brauchen wir gar nicht drüber reden. Manövrierbarkeit, 38 Knoten, guter Wenderradius, gute Ruderstellzeit. Das ist wirklich ganz solide bei dem Ding. Und ja, bei der Tarnung haben wir 5,4 Kilometer. Tarnung ist egal. Ja, Übersicht ist relativ auch egal. Was mich stört, ist im Vergleich zu den anderen DDs. Also, ja, klar, ihr habt Zielsystem Mod 1 und sie hat dieses Mod 1, Antriebsmod 2 und die restlichen sind, ja, baut ihr einfach alle ein. Im Vergleich zu den anderen DDs, ihr habt recht wenig Leben hier. Bojovoi, ich glaube, die hat noch weniger, aber ja, die hat 12.600. Allerdings gepaart, wenn ihr hier mal anseht, 17.200. Der Eagle mit 17.000, wenn ich mich richtig erinnere, ja, 17.000. T61 mit 14.700. Gilde mit 16.500. Fubuki hat, glaube ich, auch weniger. Ja, 16.500, aber 600 ist auch mein Kapitän verschuldet und Monahan mit 13.900. Also ihr habt, wenn ihr gegen die meisten DDs fahrt, habt ihr weniger Leben. Ist natürlich Kacke, vor allem beim Gun-DD kann das schnell mal nach hinten losgehen, vor allem wenn ihr sowas gegen eine Gate oder so auch mit so nah spielt. Ja, okay, dann gibt es jetzt kurz ein Video von dem, wo ich, von der Runde, da habe ich noch nicht alle Einbauten drin, da, hatte ich auch noch eine andere Skinnung von Anfang an drin. Ich glaube, das war noch mal eine Friesland-Skinnung, ja. Mörser auf jeden Fall rausnehmen. Aufmerksamer Zorn rein. Ja, hier, wie heißt denn das? Drehen und Anvisieren finde ich tatsächlich teilweise einfach cooler als. Ich weiß gar nicht, wie der andere Skill jetzt aus dem Kopf heißt. Diffuse Bedrohung und Leviathan habe ich gelassen, was einfach nützlich ist. Die extra TP zu haben, die Bewegungsgeschwindigkeit spielt jetzt keine allzu große Rolle. Wir haben nur geguckt, von den Stats ändert sich nichts groß. Ja, da habe ich auch noch eine andere Tarnung drauf und würde ich sagen, legen wir direkt los. Wir sind ja auf nördliche Gewässer unterwegs. Herrschaft, das ist natürlich cool für den DD. Vier Zerstörer, wir sind halt hier. Flugzeugträger, keine Schlachtschiffe. Passiert in letzter Zeit häufiger, dass der Matchmaker da mal ein bisschen Spaß hat und uns die ganzen Schlachtschiffe verwehrt. Soll uns nicht groß stören, unsere Torpedos sind ja eh nicht gerade Weltklasse, machen kaum Schaden und teilweise reicht es nicht mehr aus, so mal ein Full-Life-Schlachtschiff rauszunehmen. Genau, fahren tue ich hier mit dem Raptor, der spielt hier auch die Westeras und die ist auch eigentlich ganz cool noch. Ich habe die anderen, muss ich zugeben, noch nicht gespielt, weil mir einfach die Zeit dazu gefehlt hat und die Lust, die anderen zu grinden. Die anderen Stufen, ich hatte die aus der Kiste gezogen, hatte die ausgebaut. Also zu den anderen kann ich aktuell nicht so viel sagen. Funkortung natürlich drin, drehen und anvisieren. Immer, würde ich immer bei jedem DD empfehlen. Was mir auch in letzter Zeit auffällt, ich glaube, dazu werde ich auch noch ein paar Videos machen. Vielleicht mal, ich weiß, dass es die meisten der Leute, die meine Videos schauen, von denen ich weiß, dass die die schauen, nicht interessiert, weil es die schon wissen. Aber ich meine so ein, wie man eine Rolle, also ein DD oder BB, also Zerstörer, Schlachtschiff, Kreuzer, Flugzeugträger, wie man das spielt. Jetzt auch mit Chef Factory kann ich zu meinen Flugzeugträgerrunden auch mal ein bisschen was kommentieren. Für die Leute, die darin nicht so viel Erfahrung haben, für die ein paar nützliche Informationen dabei sein können, die das Spiel ein bisschen erträglicher machen. Ich weiß, dass es keinen großen Einfluss haben wird, bei weitem nicht,
Aber ich mache das ja auch nicht für die Leute, die dann denken, ach, jetzt sind die Spieler alle gut und das Spiel hat nicht mehr die Plebbus drin. Nein, ich glaube einfach, dass es für jemanden selbst, der kann ja sein, dass jemand mal irgendwas nicht wusste und dass man voneinander lernt und man dann ein bisschen mehr Spaß hat, wenn ja, wenn man halt so ein bisschen in eine Konversation kommt und man sich miteinander austauscht, wie man am besten irgendwas spielt. Genau. Noch ein recht schlechter Tarnwert zu dem Zeitpunkt, 6 Kilometer. Macht uns nicht viel aus. Die DDs sind eh gespottet durch den Flugzeugträger. Wir sind recht geschützt durch die Insel, die vor uns liegt. Und keine Schiffe im Gegnerteam, die super starke Guns haben, die uns Ärger machen können. Hatsuharu hat natürlich ist okay, was die Guns angeht, aber ja, die Insel und die Wispy, die könnte gefährlich werden, aber alles noch im machbaren Bereich. Hat einen Motorschaden jetzt auch, das dürfte die nicht überleben. Thurgood macht das ganz gut. Und unser CV fliegt ja auch souverän die gegnerischen Zerstörer an. Und ich habe die Runde eigentlich genommen, weil man mal die Stärken und auch Schwächen der Westeras sieht. Stärken ist, wenn man viel auf Guns geskillt hat, vor allem, dass die gegnerischen DDs nicht damit rechnen, was für einen absurden prozentualen Schaden du dem aus dem Schiff reißt. Eigentlich prozentualen Schaden, aber du machst massiv Schaden. Einfach mit den Hauptgeschützen auf andere Zerstörer. Das kann man nicht anders sagen. Ich glaube, du hast 120er. Das ist ganz gut für Kreuzer auf naher Reichweite. Geht hat ein größeres Kaliber, ist für sowas eigentlich besser geeignet. Ansonsten, wenn ihr Kreuzer trollen geht. Ja, die Torpedos sind insofern gut, dass sie häufig Wassereinbrüche machen. Dass man damit also recht verlässlich Schlachtschiffe ärgern kann, wenn man weiß, man hat sie gerade angezündet mit den Hauptgeschützen, denn ihr habt ja auch eine solide Brandwahrscheinlichkeit mit 7%. Wenn ihr da irgendwie hinter dem Nebel steht von einem Freund oder hinter dem Berg und ihr jemand angezündet habt und die Torpedos mit ihrer moderaten Geschwindigkeit so langsam mal die Flutung machen, ist das ganz nett. Bei anderen DDs ist es nicht so häufig. Oder ich spiele halt Japaner, aber das sind ja auch meistens noch zwei Torpedos schon tot. Genau. Das Spiel ist eigentlich jetzt schon entschieden. Die Gegner haben nur noch einen Zerstörer, die Gede, die fährt jetzt aber weg. Und mal sehen, was denn noch so weiter passiert. So, und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo ich dachte, ja, okay, jetzt musst du mal die AP ausprobieren. Wie funktioniert denn das so auf leichte Kreuzer, also auf leicht gepanzerte Kreuzer? Und ich war relativ enttäuscht. Wie gesagt, drei Abpraller, einen Platzer und nur eine Penetration. Da hatte ich mir mehr erhofft. Was das angeht, sucht euch wirklich super leicht gepanzerte Ziele wie entweder Zerstörer, aber da auch eher mit HE. Ansonsten Flugzeugträger aus. Die könnt ihr richtig ärgern. Flugzeugträger werden richtig leiden gegen euch. Wie gesagt, wenn ihr sowas wie eine Hawkins zittern wollt und ärgern wollt, dann ist wahrscheinlich eine Gede deutlich besser. Auf dreifach Zieler, wie gesagt, man macht das den Schaden nur auf wirklich ganz nahen Bereichen und obwohl die recht wenig Leben hatte, in Anführungszeichen, haben doch 5 Torpedos erst gereicht, um sie rauszunehmen. Und ihr habt 6. Also überlegt euch wirklich, wenn ihr einen YOLO-Angriff macht, ob ihr den Kreuzer, den Zerstörer oder das Schlachtschiff rausbekommt mit den Torpedos, die ihr treffen werdet. Weil die sind nicht so schnell und es ist durchaus möglich, dass sie nicht treffen. Hier im Gunfight gegen die Gede haben wir den Vorteil, dass wir, glaube ich, einen Tick schneller nachladen als er. Die Gede hat aber auch wirklich solide Guns und obwohl wir frontal stehen, reißt sie mal uns ein gutes Stück aus dem Schiff raus. Unser Vorteil ist, wie wir vorhin, das hat mir richtig wehgetan, in der Schiffsfähigkeitsübersicht oder was auch immer das war, gesehen haben, ihr ladet die Torpedos recht schnell nach. Obwohl ich gerade auf die Hawkins getaut habe, habe ich wieder Torpedos bereit und da die Gede einen Motorausfall hat, haben die Torpedos sie getroffen und rausgenommen. Also mein Fazit zur Westeras, tolles Funboat,
europäische Zerstörer sehr erfreut und mal sehen, was sonst so noch auf der europäischen Linie kommt. Bis dahin bleibt auf jeden Fall gesund, habt Spaß und man sieht sich vielleicht mal in einer Party oder im Gefecht. Macht's gut!